Willkommen zurück zu einer weiteren Folge The Legend of Zelda. So, hier befinden wir auf der Tapseninsel. Nachdem wir den jetzt den Enderhaken bekommen haben, können wir uns hier rüberziehen und hier findet sich ein Loch. Hier bekommen wir die allerletzte Schatzkarte, die Schatzkarte Nummer 46. So, hier müssen wir einfach nochmal ganz klassisch Gegner besiegen. Ich denke, das dürfte nicht ein großes Problem sein. Ich bin ist hier nicht echt blöd gemacht hier. Ein bisschen, finde ich. Warum das hier nur den jetzt an? Weg. Conscious. So, das war's. Jetzt noch killen oder was? Komm her. Tatsächlich, man muss alle Gegner killen, damit hier diese Truhe erscheint. So, da wir jetzt die letzte Karte haben, können wir alle Schätze auf der Landkarte bergen. Bedeutet, das können wir dann auch rein theoretisch im Nachhinein machen. Dann haben wir das auch schon mal erledigt, natürlich im Schnelldurchlauf. Hier bei der verwunschenen Bastion finden wir auch noch einen weiteren Schatz, und zwar genau hier. So. Mal gucken, was wir hier drin finden. Ich habe gesagt gehabt, wir holen alle Schätze aus dem Meer raus, und es gibt natürlich auch noch 5 Tingelfiguren oder 4 oder 5 Tingelfiguren, goldene Statuen, die wir holen können. Das wird natürlich auch noch kommen.
Hier auf dem Flugplatz finden wir auch einen weiteren Schatz, und zwar genau hier direkt vor uns. Eine Inselherzenkarte bekommen. Oha, 9 Stück hier. Hier eins, hier zwei. Interessant. Hier auf der Isla Ra Bunzla findet man auch noch einen Schatz, und zwar genau hier. Und da haben wir den Geheim... Was? Du hast die Geheimgangkarte gefunden. Sag dir, wo sich die geheimen Schreine befinden. Wie gesagt, schauen wir gleich mal rein. Okay. So, wir befinden uns ebenfalls an der Isla Ra Bunzla. Und zwar, man kann sich hier mit dem Enderhaken nach oben ziehen, die Bäume. Und dann können wir mal schauen, was wir hier so finden. Wir kommen hier nochmal in kompletten ein unbekanntes Terrain. Ah. Oben müsste irgendwas sein, oder? Hier muss doch irgendwas sein. Ah, hier ist ein Loch. Okay. Hier könnte sich ein weiterer Triforce-Splitter befinden, weil auf der Karte, der Triforce-Karte, hat man es sich nämlich angezeigt, dass hier noch ein weiterer... Ah, das gibt 3 Stück. Wird der denn nicht hoch? Okay, das wäre wieder der erste Raum. Also es sind wieder Kämpfe, in die wir verstrickt werden. Sehr interessant. Was haben wir hier? Oh, die kennt man doch auch zugute.
Das könnte das letzte Dreifachsplitter sein, soweit ich das weiß. Oh, Magier. So, man muss ja alle Gegner killen, auch die kleinen. Rüge, was kommt da wohl raus? Und tschüss. Oh, Ritter schon wieder. Immer noch gute Rüstung. Eis. Oh mein Gott, geben die viel hier. Warte mal, welche Tür ging jetzt auf? Die hier, oder? Ja. Nein, falsch. Die gegenüber. Aber die Ritter sind gar nicht so schwer. Ich habe denen ja schon mal das Handwerk gelegt. Oh. Lied des Windes. Das ist ja das erste Lied, was man ja lernen tut. So, und hier drin kann nur eins sein, der letzte oder einer von den Triforce-Splittern. Und ich glaube, das ist auch der letzte. Und da haben wir ihn. Hier beim Turm der Götter haben wir noch einen weiteren Schatz, den wir bergen können. Einen weiteren Hauptschatz. Mal schauen, was wir hier drin finden. Wir haben jetzt hier alle Schatzkarten. Und ein weiterer silberner Rubin. Hier beim östliches Feenkorn Ordeal findet sich ein weiterer Schatz, den wir bergen können, und zwar hier drin. Und ein weiterer silberner
Hier beim nördlichen Triangelinsel befindet sich auch ein weiterer Schatz, den wir bergen können. Oh, die Octalus-Karte. Hier beim Einaugenriff findet sich hier auch eine weitere, ein weiterer Schatz. Ah, ich bin schon dran vorbeigeflogen. So, ich habe ihn. Leuchtzirkelkarte. Damit kannst du die Positionen aller Leuchtkreise, die bei Vollmond an der Meeresoberfläche zu sehen sind. Cool. Hier an der südlichen Triangelinsel befindet sich auch noch ein weiterer Schatz, den wir bergen können. Und zwar hier. Und ein orangener Rubin. Hier bei der schwimmenden Festung finden wir auch einen Schatz. Wieder ein silberner Rubin. Hier bei der Nadelfelsinsel findet ihr ebenfalls einen Schatz. Und wieder erneut ein silberner Rubin. Hier beim Fünf-Augen-Riff findet ihr auch ebenfalls einen Schatz. Und zwar hier. Und ein weiterer silberner Rubin. Hier sind wir auf der Haifischinsel. Und wieder ein silberner Rubin. Ich glaube zu wissen, dass ich hier noch gar nicht drin war. So, geht doch. Man muss also nur schnell genug sein. Aber warum der Wirbelsturm da ist, wundert mich. Ich glaube, da kommt man bestimmt da hoch. Oh, ein weiterer Raum, wo wir Monster besiegen müssen. Das. Ja.
Was? Du stehst nicht noch mal auf, du Monster! Du Schwein, du! Aua. Blöder Magier. Wo ist der? Oh mein Gott! Tschüss! Tschüss! Wieder drei Ritter, ey! Hä? Warum lockt er nicht mal kontern? Hallo? Na. Ah. Aua. Das ist gar kein mit den Rittern. Das! Bam! Alter, ist krank! Wie viele Ritter da kommen! Ey, heftig! Also das muss ja ein wertvoller Schatz hier drin sein. Also ich kann mir jetzt nicht vorstellen, dass da nur was Lausiges drin sein kann. Ernsthaft? 200 Rubine. Wow. Hier auf der Hufeiseninsel befindet sich ebenfalls noch ein weiterer Schatz und genau hier. Und ein weiterer silberner Rubin. Hier haben wir noch einen weiteren Schatz und zwar auf der Terra-Insel. Und ein weiterer silberner Rubin. Hier bei Zwei Augenriff haben wir auch noch einen weiteren Schatz, den wir bergen können, und zwar hier. Und da haben wir ein weiteres Herzteil. Hier beim Dornarben Feenkardinal gibt es auch noch einen weiteren Schatz, den wir bergen können.
Und ein weiteres Herzteil erwartet mich auch hier. Also das heißt, es fehlen noch drei weitere Herzteile, die wir holen müssen. Hier bei Isla Ursa Major haben wir auch noch einen weiteren Schatz, den wir bergen können. Und ein weiterer silberner Rubin. So, machen wir jetzt die Rocksamen, die wir mit dem tantopischen Wasser befüllen müssen. Im alten De Windwege hatte man damals 20 Minuten Zeit, beim Windweger in der HD-Version auf der Wii U hat man jetzt sogar bis zu 30 Minuten Zeit. So, ich würde sagen, legen wir los. Wir können das so oft benutzen, wie wir wollen. So quasi, solange der Vorrat quasi reicht. Schlaf gut, Miura. Schön, dass du da warst. So, bringen wir das mal zum Wachsen. Danke dir, werter Freund. Es gibt noch 7 Freunde in Not. Wenn du all ihre Bäume mit diesem Wasser beträufelst, können sie sicherlich vor dem Verdorren bewahrt werden. Das tantopische Wasser, das du bei dir hast, werter Freund, 28 Minuten 1 Sekunden zu gewöhnlichem Wasser. Beeil dich bitte und finde die anderen Gocks. Gebe mein Bestes. Danke, lieber Freund. Noch 6. Doch, ich höre ihn. Danke dir. Noch 5 Stück brauchen wir. So, der nächste befindet sich. Sauber. Hätten wir denn auch schon mal. Noch 4, die Hälfte hätten wir. So, warte auf der Insel. Da ist er. Danke dir, werter Freund. Noch 3 Stück. Kein Problem, das bekommen wir hin. Und da haben wir ihn. Ah, jetzt. Noch 2 müssen wir retten.
So, einen einzigen haben wir noch. Warten, Eiland des Sternending. Genau, hier müssen wir hin. Und da haben wir den letzten. Komm her, armes kleines Bäumchen. Ein Herzteil. Werter Freund, so sieh doch nur, wie sich der Baum wieder aufgerappelt hat. Ich glaube, er ist jetzt glücklich. Ich danke dir wirklich von ganzem Herzen. Hier bei Capo Grande habt ihr noch einen einzelnen Wachturm und da oben haben wir eine Menge Kanonen, wie ihr sehen könnt. So, die müssen wir einfach nur alle beseitigen. Wenn wir das getan haben, erscheint eine Truhe. Das habe ich jetzt leider nicht in der Frequenz gezeigt. Aber wenn wir das gemacht haben, dann erscheint hier eine Truhe. Das werdet ihr gleich sehen. Und hier drin befindet sich ein weiteres Herzteil, was wir holen können. So, die haben wir damals geholt, aber hier kommt noch mal eine Truhe, den wir alle Kanonen weggesprengt haben. Und da haben wir es. So Leute, wir machen jetzt die Händlerquest. Und zwar, wenn wir hier diese Stadtblume haben, kaufen wir uns die Stadtblume. So, da können wir natürlich Sachen traden. So, jetzt zeige ich euch, wie das Ganze funktioniert. So, hier hat sich ja ein Händler und ich erinnere euch bestimmt noch daran. Auf dem Floß suchen wir diesen Händler mal auf. Vorne ist er, ich sehe ihn. Foto noch von dem. So, wir nehmen hier mal die Blume zur Hand. Die müsste hier sich im Gegenstand befinden. Warte, hier ist er. Ja. Das ist ja eine Stadtblume. Dafür gebe ich dir eine Meeresblume. Und was sagst du? Ach ja, eine kleine Bearbeitungsgebühr muss ich allerdings auch verlangen. Naja, 20 Rubine, denke ich. In diesem Fall durchaus reichen. Besten Dank. Sind wir uns einig. Gut, ich gebe dir jetzt einen Teil des Handels. Also streck bitte deine Hand aus. Sehr schön. Wunderbar, damit wäre unser Tauschgeschäft abgewickelt und gleichzeitig auch ein Handelsabkommen zwischen uns geschlossen. Auf dieses Handelsabkommens werde ich von nun an meine Waren zu dem Stand an Portemonnaie liefern lassen. Keine Angst, ich werde deinen Postboten beauftragen. Die Waren sind also schon längst in Portemonnaie, wenn du das nächste Mal vorbeischaust. Immer wieder eine Freude. Super, das war das erste Tauschgeschäft gewesen. So, Jenitschik Brüsk erneut. Das ist ja eine Meeresblume. Dafür gebe ich dir eine Südwindblume und was sagst du? Dann tauschen wir nochmal. Ach ja, eine kleine Bearbeitungsgebühr muss ich allerdings auch verlangen. Ich will nicht so sein und mich dann mit läppischen 20 Rubinen begnügen. Besten Dank, dann sind wir uns ja einig. Na also, wir haben die Südwindblume, nachdem wir zweimal nacheinander mit ihm getauscht haben. So, und somit haben wir auch eine weitere Blume, die wir jetzt auch in Portemonnaie kaufen können. Sauber.
Hier wären wir auf der Isla Bomba. So, wir haben jetzt hier diese Blume und die müssen wir jetzt tauschen. Das ist ja eine Südwindblume. Dafür gebe ich dir eine Mondsichelfahne. Was sagst du? Außerdem bekomme ich noch eine. Ah, wieder Narbe. Was wird immer teurer jetzt? Aber gut, ist okay. Das sind noch Preise, die sind human. Ich habe ja 5000 Rubine. Das ist ja Mondsichelfahne. Dafür gebe ich dir Wasserkrugträgerin. Statuette. Auch wieder ein doppelter Tausch hier, den wir bei Isla Bomba machen müssen. Worden war, das wissen wir nämlich. Oh. Da haben wir den Händler. Eine Wasserkrugträgerin-Statuette. Dafür gebe ich dir eine Schlussverkaufsfahne. Na, was sagst du? Fall. Bearbeitungsgebühren. Okay. Ja. Großartig, damit wäre unser Tauschgeschäft abgewickelt. Der gleiche Dialoge. Das ist ja eine Schlussverkaufsfahne. Dafür gebe ich dir eine Heldenfahne. Was sagst du? Ja, gerne. Da haben wir die Heldenfahne. Nicht mehr viel, dann haben wir das Herzteil. Ah, okay. So, wir haben jetzt Tag gemacht, da er nicht mehr als dreimal tauschen kann. Eine Postbotenstatuette. Perfekt. Dann haben wir die jetzt auch. Am besten einmal gerade die Tageszeit zur Nacht machen und dann wieder zu Tag. Einfach schnell den Tag vergehen lassen und dann könnt ihr wieder tauschen. Falls er sagen sollte, ja, er tauscht nur dreimal am Tag, weil das irgendwie ein Kodex bleibt. Der Handelskodex. So, der gehen wir jetzt. So, nachdem wir die Postbotenstatuette haben, sind wir wieder hier zurück auf der Mutter- und Kindinsel. So, dann zeigen wir ihm die jetzt. Eine Postbotenstatuette. Dafür gebe ich dir eine Handelsgenie-Statuette. So, jetzt müssen wir uns aber allerdings noch über eine kleine Bearbeitung unterhalten. Na, klein ist schon relativ, war gut. Aber ich habe ja das Geld. So, perfekt. Großartig, damit wäre unser Tauschgeschäft abgewickelt. Statuette zu diesem Händler nochmal. So.
Dann dürften wir jetzt das Herzteil langsam endlich bekommen. Aber das ist ja eine Handelsgenie-Statuette. Diese Anmut, dieses Erhaben, diese Erhabenheit. Nach diesem Händler also wurde die Statuette modelliert. Damit ist er wahrlich eine lebende Legende. Wundervoll, ein langjähriger Traum hat sich endlich erfüllt. Zum Dank dafür, dass du mir diesen Traum erfüllt hast, will ich dir einen Teil meines Herzens schenken. Bitte strecke deine Hand aus. Und da haben wir das Herzteil. Und das war das allerletzte Herzteil. Jetzt haben wir alle Herzteile gefunden, die wir in diesem Spiel bekommen können. Was für ein wundervoller und denkwürdiger Tag. Für die Statuette heute Nacht und das Kopfkissen legen und meinem eigenen Stand träumen. So Leute, das war's auch erstmal mit diesem Part. Freue mich natürlich, wenn ihr zum nächsten Part wieder einschaltet. Sag mal ciao. Bis denn.